Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es darum, wie Kino Kupala bei Markus Lanz Geschichte geschrieben hat. Jedenfalls aus meiner Sicht. Viele werden das vielleicht für übertrieben halten, aber aus meiner Sicht wurden hier wichtige Weichenstellungen für die Zukunft vorgenommen. Jetzt im Folgenden erst einmal ein Ausschnitt von einer anderen Markus Lanz Sendung mit Sarah Wagenknecht. Jetzt werden sich viele fragen, warum muss dieser Ausschnitt sein? Danach dann die Sendung mit Markus Lanz. Wer Sarah Wagenknecht nicht hören möchte, ist es eine Kapitelfunktion eingebaut. Ihr könnt diesen unangenehmen Teil, den könnt ihr auch überspringen. Nur, damit man besser versteht, worum es nachher geht. Jetzt die Ausschnitte. Erst kurz Wagenknecht bei Lanz, dann Kupala bei Lanz. Potsdam, 25. November 2023, ein Geheimtreffen im Landhaus Adlon. Anwesend sind hochrangige AfD-Politiker, Neonazis, Unternehmer und auch CDU-Mitglieder aus der konservativen Werteunion. Das Thema der Versammlung, die massenhafte Abschiebung von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte. Deutschland steht vor dem Untergang, aber jetzt könne man sozusagen vielleicht auch noch retten. Ein Zahnarzt, ja, aus Düsseldorf. Ein ehemaliger Zahnarzt, ja. Das heißt, der kümmert sich nicht nur um das Braune im Zahnschmelz, ja? Das vielleicht auch, das ist ja auch schwarz dann manchmal, aber ein monoethnischer Staat, wo im Grunde genommen jegliche andere Menschen, die aus anderen Ländern hingekommen sind und hier heimisch geworden sind, keinen Platz haben sollen. Kosellner, Sie sagten eben schon, Chef der Identitären. Und der hat gerade sein Buch herausgegeben. Migration, das ist sein Putzbegriff für Vertreibung von Menschen aus diesem Land. Und da nennt er schon, dass da Staatsbürger drunter fallen, sogenannte Nicht-Assimilierte. Und damit gibt man ihm ja die Interpretationshoheit, wer in diesem Land leben darf und wer nicht. Führende AfD-Leute, unter anderem Gerrit Huy, die sitzt im Bundestag. Roland Hartwig. Ja, Remigration, also wir übernehmen sozusagen an dem Punkt diese feine Umschreibung dieser Leute, ne? Ja, eigentlich reden wir, das ist das vornehme Wort für Deportation. Ja, er hat das Wort gesagt. Ist erstmal Vertreibung, ja, weil die gehen ja erstmal darauf an, die wollen eine, und so wurde das dann formuliert, über maßgeschneiderte Gesetze, über Anpassungsdruck, erzeugt man so einen Druck auf diese Menschen, dass sie eben dann freiwillig gehen. Auch noch gleich die Idee gebracht, so eine Expertenkommission zu gründen, die eben diesen Prozess der Vertreibung, ich will jetzt diesen Begriff nicht von denen übernehmen, den blank geputzten, nach ethischen, rechtlichen und logistischen Gesichtspunkten vorzubereiten, dass wenn dann eine rechte Partei an die Macht kommt, schon was in der Schublade liegt, und hat dann auch gleich den Herrn Maaßen vorgeschlagen, der war nicht da. Frau Bang, frag offen auch an Robin Alexander, überrascht Sie das, wenn Sie sowas hören? Also ich finde es nicht wirklich überraschend, weil ich meine, dass die AfD eine Partei ist, in der Nazis sind und man sich auch mit Nazis trifft, ist jetzt nicht ganz neu. Also dieser Sellner, der hat ja ein Buch geschrieben. Also diese ganze, das ist Nazi-Ideologie. Das ist richtig düstere, faschistoide Ideologie. Und natürlich, wenn man sich mit solchen Leuten hinsetzt, weiß man, was man tut. Bei dem Sellner ist es was anderes. Der ist ein bekannter Rechter. Und wenn man sich mit dem hinsetzt, ist nun völlig klar, dass man dort also wirklich ja, sich absolut in eine rechte und rechtsradikale Ecke begibt. Ich meine, Herr Höcke ist in etwa so drauf wie Herr Sellner. Und er ist Mitglied nicht nur der AfD, sondern Fraktionsvorsitzender in Thüringen. Also das heißt, sie haben ja diese Leute in ihren Reihen. Das ist ja nicht neu. Sie sind so politisch heimatlos, dass sie am Ende so eine Partei trotz der Höckes und trotz der Nazis wählen. Deswegen glaube ich, diese Debatte ist wichtig, die sie angestoßen haben, um einfach nochmal quasi ins Schaufenster zu stellen, was das für eine Partei ist. Das ist für mich die wichtigere Frage. Wie erreichen wir, dass diese Menschen eine seriöse politische Adresse haben und nicht mehr aus Protest eben diese AfD wählen. Herr Kupala, vielleicht die erste Frage an Sie. Was hat Sie heute mehr überrascht oder beschäftigt? Die Tatsache, dass Ihre Jugendorganisation, die AfD-Jugendorganisation, als gesichert rechtsextrem eingestuft worden ist, oder die Idee einer Unternehmenssteuerreform der Ampel? Zur Einstufung der Jugendorganisation, das ist jetzt im Eilverfahren, wir klagen dort weiter, also auch das gilt es noch abzuwarten. Sie glauben nicht, dass die rechtsextrem sind? Oder anders gefragt, was ist die Begründung dafür? Wir erleben es ja auf Landesebene, wo Sachsen ja auch so eingestuft wird, wo uns das Landesamt für Verfassungsschutz die Begründung ja nicht einmal mitteilt. Also wir wissen nicht mal konkret, was uns vorgeworfen wird. Jetzt ernsthaft, der Verfassungsschutz, sagen Sie, missbraucht oder wird politisch missbraucht? Ja, es ist eine weisungsgebundene Behörde, die von Ministerinnen, von Innenministern mit Parteibuch natürlich Instruktionen bekommt. Naja, also Entschuldigung, warum wurde denn Herr Maaßen abgesetzt?
Nochmal, also über Maßen reden wir jetzt gerade nicht. Doch, wir reden über den Verfassungsschutz. Nee, genau, es geht um die Frage, ob der Verfassungsschutz sozusagen politisch missbraucht wird. Ja, absolut. Ja, Entschuldigung, man kann doch nicht in die Öffentlichkeit gehen, eine Partei, im Prinzip eine Oppositionskraft, so anschwärzen und die Begründung nicht geben dazu. Wenn ich selber als Parteichef auch Dinge abstellen soll und möchte und ich die Begründung nicht kenne, woran soll ich dann arbeiten? Erklären Sie mir das. Also Sie haben keine Idee, warum man die als gesichert rechtsextrem einstuft? Richtig. Keine Idee? Nein. Und das sind eben 10, 12 Millionen Wähler. Und die will man damit ein Stück weit mundtot machen. Und das werde ich nicht akzeptieren. Das ist wiederum das, was Sie insinuieren, auch beim Verfassungsschutz. Ich habe damit ein echtes Problem. Ich finde, man muss sauber sein in der Sprache. Ja, aber wenn der Verfassungsschutz insinuiert auch. Genau, das ist eine Behörde. Ja, genau. Und die beobachten das. Und die Behörde ist weisungsgebunden. Die ist weisungsgebunden. Das mag ja trotzdem sein. Oder mir geht es da kalt den Rücken runter. Soll ich Ihnen sagen, warum? Wissen Sie, laufen bei anderen Reden, auch vom Bundeskanzler, läuft es auch mehr kalten Rücken um, wie wir als Partei. Aber man würde niemals zu Ihnen sagen, Sie hassen dieses Land. Aber natürlich, das wird auch von uns behauptet, dass wir das Land hassen. Bundeskanzler, ich rede von der Bundesregierung. Ja, ich suche nach. Wir können gerne mal den Faktencheck machen, welche Aussagen es da gibt. Nochmal, jeder Politiker hat seinen eigenen Stil. Und ich finde, das ist aber keine Stilfrage mehr. Doch, es ist von der freiheitlich-demokratischen Grund und auch von der Meinungsfreiheit vor allem. Es ist gedeckt. Von Herrn Höcke, auch von Herrn Gauland, die sich bereits von diesen Aussagen ja auch distanziert haben. Aber das wird ja überhaupt nicht zur Kenntnis genommen. Man wiederholt sie in einer Monstranz. Mittlerweile haben wir bei vielen Dingen, wenn ich an das Denkmal der Schande denke, an diese Aussage, wo sich Herr Höcke selbst distanziert hat, haben wir mittlerweile so ein Bart. Und in jeder Sendung bringen Sie das immer wieder, weil das natürlich immer schön ist, um das immer wieder hochzukochen. Das ist doch Quatsch. Nein, das ist nicht Quatsch, ist nicht, dass er sich davon distanziert, dass auch von Herrn Gauland. Wann hat er sich denn davon distanziert? Hat er ganz klar gemacht. Sollten Sie ihn auch mal einladen und ihn diesbezüglich fragen, bei diesen Demonstrationen aktuell gesehen, wie hier agiert wird, welche Politiker, auch der CDU, mit welchen Gruppierungen, mit Extremisten der Antifa in Görlitz, Herr Kretschmer, dort auftritt, die mir mein Haus anzünden wollen, mein Auto anzünden, die mich angreifen. Mit solchen Personen steht Herr Kretschmer in Görlitz und demonstriert. Gegen wen eigentlich? Gegen sich selbst? Wo ist da die Distanzierung von diesen Politikern, von Extremismus? Ja, da gab es diese Aussagen noch nicht mal. Also wir wurden noch relativ zeitig schon ausgegrenzt in diesem Bereich. Uns werden Positionen und Ämter verwehrt. Ja, wer grenzt denn aus? Wer, die sogenannten Demokraten, wie sie sich ja immer gern bezeichnen, begrüßen uns im Bundestag als nicht demokratische Partei. Wer grenzt denn aus? Ist das auch schon Verrohung der Sprache oder ist das einfach, kann man das so hinnehmen? Wer provoziert denn? Herr Rietschel, bitte. Nein, ich wollte nur sagen, und es ist natürlich auch wichtig, die Unterscheidung zu machen, dass wenn wir über Extremismus sprechen und über Rechte und vielleicht auch faschistische Aussagen, dass da eben nicht automatisch die Wähler und Wählerinnen mit gemeint sind. Also auch wir das. Machen das aber immer ganz gut und tun dann so, als würde man, als würden die Medien und alle anderen Parteien auch das Wahlvolk beschimpfen. Aber das ist nicht der Fall. Ja, aber verstehen Sie, das ist natürlich ein eleganter Kniff, den Sie anwenden. Sie nehmen das als eine Kritik nicht an sich. Aber ich sehe es doch bei der Berichterstattung zu Potsdam, um darauf nochmal zurückzukommen. Da wurde im Heute-Journal und in der Tagesschau sofort davon gesprochen, dass es doch Deportationspläne gab. Also die beiden Hauptnachrichtensendungen, da war ich geschockt, Herr Lanz. Wo gab es da die Distanzierung der beiden Sender? Da hat man Worte reingebracht, die an die dunkelsten Zeiten erinnert hat. Das ist eine Relativierung des Nationalsozialismus. Und das haben die öffentlich-rechtlichen Medien mit befeuert. Das muss man deutlich so sagen. Remigration heißt Rückführung in das Land, wo ich migriert bin. Lass uns dieses Thema jetzt. Das ist die wahre Aussage. Und da können Sie bei uns im Programm nachlesen. Nichts anderes steht da. Nichts anderes steht da. Niemand hat davon gesprochen, Deutsche mit deutschen als deutsche Staatsbürger, die deutsche Staatsbürger sind, mit oder ohne Migrationshintergrund auszuweisen. Niemand hat davon gesprochen. Ich hatte auch überrascht und das auch als Zweifel an den Rechtsstaat, wie schnell die Staatsanwaltschaft Ingolstadt dieses Verfahren nach 2 Monaten relativ schnell, obwohl wir Beweisanträge noch gestellt haben, eingestellt hat. Also jeder Verkehrsunfall wird länger untersucht. Ich wurde in Ingolstadt bei dem kompletten Aufenthalt vom ZDF gefilmt, von der ersten Minute an. Okay. Und diese Aufnahmen wurden der Staatsanwaltschaft auch zur Verfügung gestellt. Es wurden aber Schnitte vorgenommen und es fehlen Fragmente dieser Übertragung. Daraufhin hat die Staatsanwaltschaft nachgefragt beim ZDF und man hat darauf nicht mehr geantwortet. Wie die Staatsanwaltschaft Ingolstadt agiert hat, das brauche ich nicht meinen und das kann man sich einfach anschauen, wie sie agiert hat. Indem sie Pressemitteilungen gegeben hatte, zum Beispiel, es gab keinen Einschub bei Herrn Kropala, wir haben nichts festgestellt. Als es dann ärztliche Befunde gab, mit dem Blutfleck im Hemd, mit dem Einstichstelle, hat die Staatsanwaltschaft ganz schnell zurückgerudert und hat dann doch gesagt, es gab doch Einstichstellen, unabhängige Behörde etc. Also Dinge, wo auch hier an meiner Glaubwürdigkeit gezweifelt wurde.
Und für mich als Politiker ist die Glaubwürdigkeit das höchste Gut. Und das lasse ich mir nicht gefallen. Ich habe mich nicht geäußert, eine Stunde, zwei Stunden später, nach diesem Angriff. Ich habe abgewartet und habe das der Staatsanwaltschaft überlassen. Ich war aber dann gezwungen, nach Falschmeldungen auch vom Innenminister aus Bayern zu reagieren. Aber das ist dieses... Ist genau der Punkt. Ich war gezwungen, dieses Klima, das zu tun. Genau, das ist dieses Klima, das in diesem Land leider mittlerweile entstanden ist, auf allen Seiten offensichtlich. Die Strategie von BSW ist die, dass die AfD ersetzt werden soll. Bei den wichtigen Punkten Russland, Energie vertritt man genau die gleichen Positionen. Aber Sarah Wagenknecht hat sich vielleicht gedacht, ich bin die bessere AfD, ich kann besser auftreten und mich kann man nicht framen. Und ich möchte mich mit den Medien arrangieren. Das heißt, ich trete den Medien nicht zu stark auf die Füße und ich frame die AfD negativ. Dafür werde ich eingeladen. Und bei den wichtigen Dingen, natürlich Sarah Wagenknecht sagt, ja, wir vertreten die sozialen Positionen. Aber aus meiner Sicht, das sind Details. Das Wichtige ist das, was konkret ansteht. Und das ist die Begrenzung der Zuwanderung auf gesetzestreues Niveau. Das vertritt Wagenknecht eigentlich genau gleich wie die AfD. Da ist aus meiner Sicht kein wirklicher Unterschied. Dann die Sanktion, das ist auch kein Unterschied. Und Energiepolitik ist im Grunde auch gleich. Wagenknecht baut aber einen Brandmauer zur AfD auf und sagt, man werde mit der AfD nicht koalieren. Also eine Koalition mit der AfD schließt man aus, aber mit einer anderen Partei nicht. Das heißt, hier haben wir es mit einer Partei zu tun, des sanften Wandels. Also so ist es wahrscheinlich von Wagenknecht geplant. Wir arrangieren uns mit den Medien, weil ich habe eh keine Chance, wenn ich jetzt nicht eingeladen werde. Dann, klar, natürlich über YouTube erreiche ich ein Publikum, aber die Mehrzahl erreiche ich nicht. Ich brauche die großen Medien. Es hilft nichts. Ich mache Kompromisse, tue ihnen einen Gefallen, lass sie am Leben, in Anführungszeichen, und dann werde ich eingeladen. Viele haben bei meinem letzten Video zu dem Thema gesagt, BSW ist nicht ernst zu nehmen, die sind noch gar nicht gegründet und da passiert auch gar nichts. Auf den ersten Blick sieht das auch nicht so schlimm aus. Die AfD ist weiter bei 20%, BSW bei 5-7%. Der Punkt ist jetzt aber der, dass BSW sich genau die Wähler abholt aus den großen Medien, die normalerweise irgendwann zur AfD wechseln würden. Das heißt, wenn jetzt der Wagenknecht-Plan aufgeht, dann bleibt die AfD in ihrer Blase gefangen, bleibt bei 20%, aber die ganzen anderen Wähler, die werden von BSW abgeholt. Also die großen Medien, die bedienen ja die ganzen anderen Wähler. Bei diesen Wählern wird verhindert, dass sie zur AfD gehen. Und das wirkt nachhaltig und dann wächst Wagenknecht immer mehr, macht tolle Auftritte, plötzlich sind sie gleich stark. Und statt das, wenn alles kippt, die ganzen Wähler zur AfD überlaufen, laufen sie zur BSW über. Und über der AfD hängt das Rechtsextremismus-Stigma. Das heißt, es war jetzt ganz wichtig, dass Tino Chrupalla genau das verhindert. Und der Wagenknecht-Plan ist nicht aufgegangen. Weil Tino Chrupalla, aufgrund der Größe der AfD, haben sie doch reichweitenstarke Auftritte bekommen. Man muss sich daran erinnern, Maischberg oder vor allen Dingen Markus Lanz, sie erreichen ein Millionenpublikum. Viele Millionen Leute gucken diese Sendung. Wohingegen die bei YouTube natürlich jetzt auch viele Leute gucken, aber es doch meistens immer die gleichen sind und es im Hunderttausender-Bereich bleibt. Und nicht selten darüber hinausgeht. Es war jetzt also entscheidend wichtig, dass Tino Chrupalla das Rechtsextremismus-Stigma vor einem breiten Publikum wirksam abräumt, glaubwürdig abräumt. Und das hat er, aus meiner Sicht ist ihm das gelungen. Zunächst kam der Verfassungsschutz. Tino Chrupalla hat in der Kürze, und das ist das Entscheidende, alle wichtigen Argumente vorgebracht. Also auch die Argumente, die mir jetzt einfallen würden. Mit Hans-Georg Maaßen. Und es war auffällig, dass Markus Lanz oft eine Themenlenkung betreiben wollte. Weg davon, was Tino Chrupalla gesagt hat. Also bei Maaßen hat er versucht, so zu tun, als würde es nicht darum gehen. Aber Tino Chrupalla war hartnäckig, er hat dann wieder unterbrochen. Es ist ganz wichtig aus meiner Sicht, dass er im Gegensatz zu früher auch bei diesem Thema versucht, sich das Wort zu nehmen, unterbricht. Und hier hat er dann erklärt, das gehört eben sehr wohl zum Thema dazu. Und natürlich hätte er sich hier vielleicht noch ein bisschen mehr verbeißen können, aber er hat trotzdem den Punkt gemacht und es ist vielleicht bei manchen Leuten in Erinnerung geblieben. Viele vertreten die Ansicht mit dem Rechtsextremismusvorwurf und ich glaube, vor dieser Ansicht war Tino Chrupalla bis vor kurzem auch überzeugt, es bringt nichts, mit den Medien darüber zu diskutieren, es ist eine negative Themenlenkung für die AfD, die Diskussion kann man nicht gewinnen, die Leute sollen sich selbst überzeugen, man sagt einfach gar nichts dazu. Und zum Glück, jetzt seit einiger Zeit, seit Ende 2023, macht Tino Chrupalla es anders. Also jedenfalls bei Maischberger und auch jetzt hier. Bei der letzten Markus-Lanz-Sendung, die noch gar nicht so lange her ist, da war er beim Rechtsextremismus-Thema auch ein bisschen passiv, was ich auch damals kritisiert habe. Und jetzt war es so, dass Tino Chrupalla nicht versucht hat, die Themenlenkung weg davon zu betreiben, wozu er einfach nicht die Macht hat, weil die großen Medien immer das Thema darauf lenken, sondern er sich den Argumenten stellt und sie abräumt.
Und es zeigt sich hier, dass es nicht so schwer ist, das abzuräumen. Wenn man sich klar positioniert, in Anführungszeichen seine Hausaufgaben gemacht hat, sich überlegt hat, was man vertritt und auch das in der Partei klar durchsetzt, dann ist es nicht schwer. Und es kam jetzt wie erwartet. Es waren zwei zusätzliche Gäste, die hart geframed haben. Diese Journalistin in Anführungszeichen, sie hat wie erwartet alle möglichen AfD-Zitate der letzten Jahre auswendig gelernt und versucht, Tino Chrupalla damit in Schwierigkeiten zu bringen. Und Tino Chrupalla hat jetzt genau erklärt, dass es eben 10 Jahre alte Zitate sind und dass es immer die gleichen Zitate sind und dass die Partei nicht widerspiegelt. Also im Kern das Argument Unausgewogenheit. Und das Interessante ist, das hat schon gereicht. Also von dieser Journalistin, in Anführungszeichen, hat man eigentlich danach gar nichts mehr gehört in der Sendung. Sie hat ihre Munition verschossen und als das nicht gewirkt hat, da hatte sie nichts mehr. Und wie soll man es auch? Es gibt ja nichts. Lügen haben am Ende kurze Beine. Und wenn man konkret wird und die Konfrontation in den konkreten Argumenten sucht, dann ist man viel stärker, wenn man die Wahrheit auf seiner Seite hat. Es war bisher immer ein Kunststück von den großen Medien, die AfD negativ zu framen. Und das gelang unter anderem deshalb, weil die AfD passiv war und sie sich nicht getraut haben. Sie gedacht haben, dabei verlieren sie, wenn sie auf das Thema gehen. Und jetzt hat sich hier gezeigt, mit der richtigen Argumentation, Unausgewogenheit, und wenn man sich auch auskennt zu den ganzen konkreten Fällen, was sagen kann, was Tino Chrupalla bei Maischberger gezeigt hat, dann kann man ihn nicht angreifen. Und er kann dann sagen, klar, diese Zitate, ich fand es auch sehr klug, dass er gesagt hat, ich stehe nicht hinter den Zitaten, ich würde es auch nicht sagen, aber deswegen sind wir nicht rechtsextrem, es ist unausgewogen. Also hat er es sehr klug gemacht und auch genau richtig gemacht aus meiner Sicht. Und schon beim letzten Video haben ein paar Leute geschrieben, ja, ob ich jetzt ein Chrupalla Fanboy bin oder sowas und ich jetzt hier die AfD bejubel und den Auftritt bejubel und sozusagen kritiklos bin. Ihr könnt euch mal gern alte Videos angucken. Und da bin ich mit Tino Chrupalla sehr hart ins Gericht gegangen und fand ihn ungeeignet als Vorsitzenden. Aus meiner Sicht vor ein paar Jahren, weil ich seine Auftritte so schlecht fand. Aus meiner Sicht hat er sich wirklich verbessert und konnte auch von verschiedenen Strategien von Markus Lanz nicht aus dem Gleis gebracht werden. Markus Lanz hat sich beispielsweise ein Zitat rausgesucht von Weidel, dass die Regierung die Deutschland hassen würde. Und es ist mir schon früher aufgefallen, dass Markus Lanz sich öfters solche Sachen raussucht, die angreifbar sind. Und dieses Zitat ist zumindest teilweise angreifbar. Weil natürlich Claudia Roth oder Robert Habeck, Deutschland ist ein mieses Stück Scheiße und so weiter. Oder ich kann mit Deutschland nichts anfangen. Tatsächlich aber ist bei der Regierung der Punkt ein anderer. Sie richten sich nach den großen Medien aus. SPD und FDP, sie richten ihre Narrative und ihr Regierungshandeln nach den großen Medien aus. Was natürlich verheerend für Deutschland ist jetzt, bei den Russland-Sanktionen, aber früher auch bei der unkontrollierten Massenmigration oder der Energiepolitik. Und aus meiner Sicht, dieses Zitat von Weidel, das beleuchtet das natürlich nicht. Es geht hier nicht um Hass, sondern es geht hier darum, opportunistisch zu sein. Das heißt, Opportunismus wäre eigentlich die richtige Bezeichnung gewesen. Und Markus Lanz hat sich das jetzt rausgegriffen und hat darauf rumgeritten. Und Tino Chrupalla hat aus meiner Sicht dann auch geschickt festgestellt, das ist von der Meinungsfreiheit gedeckt. Aus meiner Sicht, das war auch die beste Möglichkeit, wie er da reagieren konnte. Er hätte natürlich noch hier die Gelegenheit ergreifen können, hier auch den Opportunismus offenzulegen und eben auch zu beschreiben, dass die anderen Parteien versuchen, nach den Mediennarrativen auszurichten. Das hätte er beschreiben können, wie die Narrative der Medien waren und wie das Regierungshandeln waren. Und dass eigentlich die Regierung, ob CDU, SPD, FDP, sie dem immer gefolgt sind. Also das war eigentlich der Punkt, der mir noch gefehlt hat in der Sendung. Und natürlich, was man natürlich im Nachhinein immer kritisieren kann, was natürlich nicht leicht ist, was er versucht hat, was aber man vielleicht noch hätte besser machen können, dass man Aussagen herausgreift, also zum Beispiel gerade von diesem Schriftsteller, und man sich daran festbeißt. Dieser Schriftsteller hat einen Trick angewendet, er hat immer nett dahergeredet und hat scheinbar positiv Dinge erklärt, dass zum Beispiel die AfD-Wähler, dass sie nicht alle Nazis sind, aber er hat die AfD damit indirekt vollkommen beleidigt. Weil er hat die AfD-Wähler als nicht rechtsextrem teilweise zumindest beschrieben und im Umkehrschluss ist dann natürlich gesagt, dass die AfD rechtsextrem ist. Und er hat also so nett dahergeredet und immer sehr geschickt, aus meiner Sicht, muss man anerkennen, diese ganzen Beleidigungen eingestreut. Und das hätte man noch stärker herausgreifen können, aus meiner Sicht. Und da muss man sich diese Aussagen merken und das stellt man dann in den Mittelpunkt. Zum Beispiel hat er auch gesagt, sie unterstellen dem ZDF und der Staatsanwaltschaft parteiisches Verhalten und das würde das Klima vergiften. Man muss auch Markus Lanz zugestehen, aus meiner Sicht, dass Tino Chrupalla hier umfangreich zu Wort kommen konnte. Und aus meiner Sicht, Tino Chrupalla hat das wirklich genutzt,
und hat auch die Vorgänge von Ingolstadt geschildert. Und hier natürlich, wenn der Schriftsteller oder wenn Markus Lanz, wenn sie versuchen, die Vorgänge in Ingolstadt mit der Bayerischen Staatsanwaltschaft in Ingolstadt, wenn sie versuchen, das zu relativieren und schön zu reden, dann kann natürlich Tino Chrupalla das genau in den Mittelpunkt stellen, aus der Situation heraus und sich daran festbeißen und dabei bleiben. Und natürlich, dann fällt es auch schwer, Markus Lanz und dem Schriftsteller eine Themenlenkung weg davon zu betreiben. Also wie Markus Lanz öfters gesagt hat, darüber möchte er nicht reden, weil Markus Lanz ja selber diesen Punkt gemacht hat. Und da muss er natürlich dazu stehen, was er gesagt hat. Also immer wenn dieser Schriftsteller, wenn Markus Lanz oder diese Journalistin in Anführungszeichen, wenn sie Angriffe fahren gegen die AfD, sie machen sich immer angreifbar. Man hat immer die Gelegenheit, diese Angreife, das herauszugreifen und zu zerpflücken, in den Mittelpunkt zu stellen. Wobei man natürlich dann sehr reaktionsschnell sein muss und den Moment dann sie festhalten muss. Und das ist natürlich schwer, man hat jetzt hier 75 Minuten, man muss 75 Minuten vollkommen konzentriert sein. Also das soll jetzt keine echte Kritik sein, sondern nur zeigen, was das theoretische Maximum ist. Ein Trick von Markus Lanz war auch, Björn Höcke in den Mund zu legen, dieses Europa musste sterben. Er hat so getan, er wüsste es nicht genau, was Höcke genau gesagt hat, ja irgendwie so, und hat dann EU mit Europa ausgetauscht, heimlich. Und so getan, als wüsste es erst nicht genau. Natürlich hat er das Zitat, das jetzt schon tausendmal rauf und runter zitiert wurde, natürlich weiß es jeder schon ganz genau. Viele werden sich vielleicht bei Tino Chrupalla daran stören, dass er gesagt hat, ich bin kein Rechter. Aber aus meiner Sicht war das auch sehr klug, weil man sich in Realitäten stellen muss. Und man muss anerkennen, dass es den Linksextremisten gelungen ist, rechts und rechtsextrem zu Synonymen zu machen. Und natürlich kann man sagen, ja, Populismus zum Beispiel, ja, Populismus dem Volk zugewandt, ist doch positiv. Und das war damals schon ein Fehler. Natürlich können wir das uminterpretieren, aber das Entscheidende ist natürlich, wie verstehen es die Leute? Und die großen Medien haben lange daran gearbeitet, dass es natürlich ein Negativbegriff ist und es einfach disqualifizierend ist, ein Populist zu sein. Und genauso ist es leider aus meiner Sicht disqualifizierend, ein Rechter zu sein. Also natürlich für uns, oder wir sagen natürlich, ja, natürlich rechts ist legitim und so weiter und so fort, aber das Entscheidende ist, wie verstehen es die Leute? Und hier haben die Linksextremisten es leider geschafft, das so synonym zu machen. Was Tino Chrupalla vielleicht noch hätte anders machen können, sich hätte vorbereiten können, dass man immer noch mehr Konkretes im Kopf hat. Also beispielsweise hat er dann gekontert nach dem Hassenzitat, was die anderen alles sagen. Und natürlich wissen wir es ganz genau, die Beleidigungen sind unsäglich. Und er konnte dann ein paar Sachen sagen mit Parasit. Aber hier kann man gar nicht genug konkrete Sachen vorbringen. Und das heißt, je mehr man konkrete Sachen auswendig kann, desto besser ist es. Es ist aber natürlich auch möglich, wie Tino Chrupalla es gemacht hat, zu sagen, wir machen dann einen Faktencheck. Es ist so, ich weiß es jetzt nicht genau, aber es ist unzweifelhaft, das kann man nachrecherchieren. Aus meiner Sicht ist es Markus Lanz anzurechnen, dass er Tino Chrupalla nach nur ein paar Monaten, glaube ich, nach relativ kurzer Zeit, in Anführungszeichen, Tino Chrupalla wieder eingeladen hat. Und Tino Chrupalla die Chance hat, sich umfangreich zu äußern. Weil aus meiner Sicht das Traurige ist, dass wahrscheinlich die andere Strategie, die vollkommene Ausgrenzung oder vollkommen zu verhindern, dass die AfD zu Wort kommt, dass die Leute das schlucken und mitmachen. Und natürlich, was Markus Lanz gemacht hat, ist nicht zu entschuldigen, aber dass er jetzt hier Tino Chrupalla zu Wort kommen lassen, ihm eine Chance gegeben hat, die Tino Chrupalla genutzt hat, das ist wirklich ein Zeichen von Zivilisiertheit aus meiner Sicht. Warum ist die Sendung aus meiner Sicht so wichtig? Weil die Konsequenzen, die aus der Sendung hervorgehen, sie sind dramatisch, kann man sagen. Weil durch das Narrativ der Sendung, dass Tino Chrupalla sich hier äußern konnte, sind die Öffentlich-Rechtlichen massiv angezählt. Sarah Wagenknecht ist angezählt, ARD und ZDF sind angezählt, also beispielsweise allein mit Ingolstadt, aber auch mit dem Verfassungsschutz, mit allem, sind sie massiv, massiv unter Druck. Und auch Wagenknecht. Und der Aufstieg Wagenknecht aus meiner Sicht, er ist zu einem großen Grad abgewendet dadurch. Weil Tino Chrupalla hat jetzt einen Auftritt bekommen, hat jetzt in relativ kurzer Zeit in Anführungszeichen Auftritte bekommen. Die AfD erhält Auftritte. Und wahrscheinlich hat Wagenknecht gedacht, dass die AfD keine Auftritte erhält. Und indem jetzt die AfD, wenn Tino Chrupalla sich so äußert, so zu Wort kommt und das so nutzt, dann steht auch Wagenknecht wie eine Lügnerin da. Dann steht sie unredlich da und die Leute fragen sich, Moment mal hier, du framest die AfD auch rechtsextrem. Das ist, ja, das ist natürlich schwach. Das ist nicht in Ordnung. Und fühlen sich natürlich getäuscht, weil natürlich Wagenknecht in dem Moment steht sie ganz schlecht da. Und das ist nicht selbstverständlich. Also aus meiner Sicht, die Entwicklung hätte auch ganz anders sein können. Wagenknecht darf jetzt hier dauernd reden. Die ganzen CDU-Wähler laufen zu Wagenknecht und die AfD stagniert und sinkt. Und irgendwann ist es ausgeglichen und irgendwann übernimmt Wagenknecht die Regie.
Das ist das Szenario, das natürlich immer noch nicht ausgestanden ist. Aber der Auftritt von Tino Chrupalla, der hat das erstmal verhindert. Jetzt beharrt aber Fährt aber auch einen Auftritt. Das muss ich mir dann auch noch angucken. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe, was euch sonst so einfällt. Macht's gut.